Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tokyo Jungle. Jawohl. Wir nähern uns zum Ende tatsächlich sogar. Nach gefühlten 300.000 Folgen, es sind aber in Fact eigentlich nur 164 oder so, nähern wir uns dem Ende. Mal schauen, was wir noch zu tun haben. Das und das und das. Also den Elefanten, den Emu-Moa und den Mammut. Das Mammut haben wir noch bei den Pflanzenfressern. Und bei den Fleischfressern sieht es sogar noch enger aus. Und zwar haben wir da nur noch... Na, wo war's? Wo ist es? Richtig, den Dinosaurier und den Dinosaurier. Ja, scheiß die Wand an. Wir sind quasi fast fertig. Ich meine, es wird immer noch 50 Folgen dauern, bis ich dann mal endlich zum Punkt komme. Aber ja. Ich habe aber noch jede Menge zu tun. Das heißt, ihr dürft mir fleißig weiterschreiben, ob ihr Bock habt, mir weiter zuzugucken. Wenn keine Einwände kommen, mache ich einfach weiter. So, den kann ich mir leisten. Das heißt, der wird auch gespielt. Weil der einzige Grund, also der Grund jetzt, warum ich keinen Strauß spiele, ist, weil ich keinen Bock auf den Strauß habe und weil Dinosaurier cool sind. Dinosaurier sind echt cool. Ich wollte ja früher Paläontologin werden. Ganz, ganz lange. Bis meine Cousine mir gesagt hat, dass sie immer nur im Büro rumsitzen und eigentlich, dass es ein Bürojob ist und da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen, bin ich jetzt keine Paläontologin, sondern Ethnologin. Aber das, um das Skin geht es. Also, pass auf. Ich bin ein cooles Tier. Ich bin eine Echse. Ich bin ein Huhn. Vögel stammen übrigens von den Dinosauriern ab. Beziehungsweise sind die logische Weiterentwicklung von Dinosauriern. What the fuck? Ist aber wirklich so. Abgefahren, gell? Oh, cool. Falls ihr das noch nicht wusstet, shame on you. Aber es ist wirklich so. Direkt von Ape Escape auf deinen Kopf. Bringt aber nichts. Ich wollte mich eigentlich gar nicht so sehr verkleiden. Ist es tatsächlich cool, so ein Raptor-Vieh. Ich finde die mit ihren... Guck mal da unten die Daumen. Ich finde die total geil. Jurassic Park ist das Stichwort. So, aufgepasst. Können wir tatsächlich. Boa. Oh mein Gott. Ich brauche die Boa. So. Das heißt, wir kümmern uns jetzt zuallererst einmal um... ich habe noch Ton an. Ups. Wir kümmern uns jetzt zuallererst einmal um das hier. Das heißt, scheiß auf die Herausforderung, ich mach sie trotzdem. Shibuya Wald, 4000 Kalorien und 4 erfolgreiche Jagden. Alles klar, alles machbar. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgedreht, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, wirklich minimal und fast nicht zu merken. Eigentlich würde ich meinen Hunger erhöhen. Seht ihr es? Ja, das liegt einfach daran, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich Lilly heute mit Flohzeug eingerieben habe. Weiß ich nicht. Und das hat so ein bisschen auf mich abgefärbt. Kann sein. Nee, keine Ahnung. Es gibt einfach so Tage, wo man einfach ein bisschen aufgekratzt ist. Vielleicht, weil ich heute so viel Virtuous Last Reward gespielt habe. Ich habe heute echt stundenlang Virtuous Last Reward gespielt und bin jetzt am letzten Strang und... Oh mein Gott! Wenn ihr es noch spielen wollt, zu Virtuous Last Reward sei gesagt, wenn ihr spielen wollt, aber auch vorhabt, den Vorgänger zu spielen, spielt erst den Vorgänger. Holt ihn euch aus UK, da ist der super billig und spielt erst den und spielt dann erst den 3DS-Teil. Weil ich jetzt nämlich gemerkt habe, dass sie fröhlich vor sich hin spoilern, weil ich besonders bei so Visual Novels, besonders bei so Thriller-Visual Novels, Spoilern eigentlich mit dem Tod bestraft werden sollte. Die sie aber trotzdem fröhlich machen, ärgere ich mich jetzt zu Tode. Wie genau der Spoiler aussieht, weiß ich noch nicht, weil ich den Vorgänger noch nicht gespielt habe. Aber ja, ich habe mich in Terraria schon darüber ausgekotzt, deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel darüber reden. Nur, dass ich es jetzt halt spiele und ein Cosplay daraus mache. Und zwar auf der Frankfurter Buchmesse. Falls ihr Bock habt, mich im Cosplay zu sehen, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse. Wie jedes Jahr. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal Bock habt, mich zu sehen, aber nicht auf der Gamescom seid, Frankfurter Buchmesse ist eine sehr gute Gelegenheit. Wobei ihr doch bei dem Kostüm werdet ihr mich schon sehen. Es gibt Kostüme, da erkennt man Leute und es gibt Kostüme, da erkennt man Leute nicht. In dem Kostüm, das ich vorhabe, erkennt man mich. Was auch eine ganz gute Gelegenheit ist, mich zu sehen, ist Leipziger Buchmesse. Wobei ich da aber, doch nächstes Jahr bin ich da, da ist das Hotel schon gebucht und aber letztes Jahr, also dieses Jahr war ich nicht. Wo ich sein werde, ist Gamescom! Nö! Ich bin so geil auf das Ding. Ich habe jetzt die Fahrten gebucht, das heißt, es ist jetzt quasi alles geregelt. Fahrt ist gebucht, Hotel ist gebucht, Hotel ist schon seit einem halben Jahr schon gebucht. Seit über einem halben Jahr sogar. Habe ich gleich direkt nach der ersten GC gebucht. Also Fahrt ist gebucht, Hotel ist gebucht,
Und Planung steht auch schon. Also nochmal zur Erinnerung, wenn ihr auf der Gamescom seid und Bock habt, uns, den Kürbis-Clan, zu treffen. Wir sind Mittwoch, Freitag, Samstag da. Und zwar wahrscheinlich den ganzen Tag, bis auf irgendwie morgens um 7. Also wir werden auf jeden Fall den ganzen Tag da sein. Ihr werdet uns erkennen, wir haben eine tolle Idee, wie wir uns zu erkennen geben. Das heißt, ihr werdet uns auf jeden Fall sehen. Also wenn ihr Bock habt, uns zu treffen, es wird passieren, wenn ihr auf der GC seid. Und wie gesagt, wenn ihr nicht auf der GC seid, dann seht ihr mich auf der Dings. Auf der Frankfurter Buchmesse. Weil, wenn ich sowieso schon, irgendwie so in der Nähe wohne, gehe ich halt auch auf die Buchmesse. Ich bin da vor allen Dingen, bis auf ein riesiges Häschen, oh mein Gott, ich bin da bis auf ein Jahr, ich glaube das war 2000, oh Gott, lass mich nicht lügen, ich glaube 2011 war es, wo ich das erste Mal seit, glaube ich, 5 oder 6 Jahren nicht auf der Frankfurter Buchmesse war. Krass eigentlich mal. Also da bin ich auf jeden Fall immer. So, süß. Nein, ich will keine Küken, keine Küken. Küken dürfen leben. Küken sind süß. Ich meine, ich sehe aus wie hier. Wie heißt denn dieser Film? Ist ja auch egal. Wie so ein Typ halt in so einem Film. Ihr merkt es irgendwie heute gar nicht. So, ich bin jetzt in Shibuya Wald und ich will... Oh mein Gott, ich hole mir jetzt diesen Büffel. Der merkt mich nicht, der merkt mich nicht. Hahaha. War das keine gute Jagd? Wieso war das keine gute Jagd? Meine Mutter ist keine gute Jagd. Seriously, was soll denn das? Will die Katze mich? Nein, wir sind nicht. Oh Mann, ey. Warum war das keine gute Jagd? Ich bin ein Dinosaurier, das hat eine gute Jagd zu sein. Vielleicht ist es ein Pokémon, dass ich so aufgekratzt bin. Weiß ich nicht. Ich habe ja erzählt, dass ich momentan so übelst am Pokémon-Suchten bin. Und ich habe ja so gut wie jedes Pokémon-DS-Spiel jetzt, was rausgekommen ist. Fuck. Ich habe Pokémon Perl, Diamant spielt Lukas. Dann habe ich Platin. Ich habe Weiß. Nein, Quatsch. Doch Weiß. So, Schwarz spielt Lukas. Heart Gold und Soul Silver haben wir beide. Wobei ich Soul Silver spiele wegen Vulpix. Und was fehlt mir eigentlich noch auf dem DS? Ja, Schwarz-Weiß 2. Soweit erstmal. Und dann werde ich mir wahrscheinlich die GBA-Teile auch noch zusammensuchen, dann so zwischendrin. Weil so wahnsinnig teuer sind die nicht. Nicht mal die rote Edition, seltsamerweise, obwohl es so ein Sammlerding ist. Warum auch immer. Ich bin irgendwie halt dabei, gerade momentan die ganzen alten Pokémon-Spiele zusammenzukaufen, weil Pokémon geht immer. Es geht einfach immer. Vor allem habe ich ja noch ein GBA, also ich habe einen Game Boy Advance SP. Auf dem gehen aber die alten GBA-Teile. Aber ich muss sagen, Soul Silver gefällt mir ein Stück besser als Silber, weil einfach auch wegen der Grafik. Und weil es sich einfach ein Tick besser spielt, finde ich. Ganz einfach. Wobei ich aber Silver auf dem Gameboy auch gesuchtet habe. Wie blöd. Was ist euer Lieblings-Pokémon-Spiel? Habt ihr Pokémon gespielt? Habt ihr Pokémon nicht gespielt? Wenn nein, oh mein Gott, wieso? Wie seid ihr aufgewachsen? Was sind eure Lieblings-Pokémon? Das habe ich, glaube ich, in Terraria schon gefragt, aber es interessiert mich, was eure Lieblings-Pokémon sind. Meins sind Feuer-Pokémon. Waren schon immer, werden es immer sein. Ich liebe Flamara, aber ich liebe generell die Entwicklung von Evoli total. Die hat so tolle Entwicklung, bis auf dieses komische Fleischvieh jetzt, das neue, wie das auch immer heißt. Das sieht irgendwie, also es sieht süß aus, aber es ist irgendwie abgefuckt, dass das Fleisch ist. So. Was für Pokémon mag ich noch? Also ich mag eigentlich grundsätzlich alle Pokémon, die süß sind. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Felino zum Beispiel. Weil es einfach so wahnsinnig süß ist. Und Morlott auch. Die meiste Entwicklung finde ich nicht so doll, aber Felino ist goldig. Und Morlott halt auch. Alle süßen Pokémon, alle hübschen Pokémon sind meine Lieblings-Pokémon. Und Feuer. Ich weiß nicht, ich stehe irgendwie auf Feuer-Pokémon. Dabei ist mein Element gar nicht Feuer, mein Element ist Erde. Könnte man gar nicht denken, gell? Oh, was ist denn hier los? Scheiß die Wand an, ey. Ey, die haben ja einfach voll meinen Hirsch gefressen, die blöden Wölfe. Wenn ihr mal nicht die Verwandten von Amaterasu wärt. Boah, Okami. Okami kann ich immer wieder spielen. Ich habe übrigens vor dem Projekt, das ich in ungefähr 4 Wochen anfangen werde, mir so viele Gedanken gemacht, was ich jetzt neben Tokyo Jungle noch machen kann. Und unter anderem war halt auch die HD-Version von Okami im Gespräch. Aber die Klickzahlen sind halt nicht so geil gewesen auf YouTube. Und dann dachte ich, naja, komm. Wenn sowieso keiner guckt, dann muss doch niemand damit auf den Sack gehen. Ah, ich hab schon alle geschafft. Oh, das ist ja super, dann gehe ich nach Yoyogi. Mach aber erstmal hier den Dingsmeister, den Paarungsmeister.
Ja, und deswegen fange ich jetzt, wie gesagt, also ich habe auch an Dynasty Warriors gedacht, weil Dynasty Warriors halt mal einfach voll lustig ist. Dynasty Warriors Empires, genau. Den, ich glaube, der 7. war es, wollte ich spielen. Aber da waren die Klickzahlen halt auch nicht so berauschend. Und, also ich meine, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass jedes meiner Videos irgendwie 100.000 Klicks kriegt, aber. Na, jedenfalls habe ich jetzt ein Projekt, bei dem ich zuversichtlich bin, dass es vielleicht einen oder anderen Anklang finden wird. Ja. Ich will immer noch nicht verraten, was es ist. Es sind immer noch 4 Wochen, ich will euch die Überraschung nicht verderben. Vielleicht freut ihr euch ja, wenn ihr es dann in eurem Abo-Feed seht oder wenn ihr dann eventuell unser Abonnent werdet, vielleicht deswegen. Ja, gibt es noch irgendwelche großartigen Neuigkeiten? Meine Katze ist böse auf mich. Ich habe schon auf Twitter gepostet, dass meine Katze böse auf mich ist, weil ich sie mit Flohmittel eingerieben habe und das Zeug halt stinkt und nicht schmeckt und bla und das sowieso voll zum Kotzen ist, da mit diesem Zeug eingerieben zu werden. Aber weil es noch viel ätzender ist, eine verflohte Katze zu Hause zu haben, musste halt mal den einen Tod sterben. Wobei sie aber diesmal recht, recht gut dabei war mit dem Flohzeug. Normalerweise ist sie immer so am Rumpinsen und am Rumkreischen, aber diesmal ging's. Ich weiß, ich sollte nicht so viel über meine Katze reden. Ich weiß irgendwie sonst nicht, worüber ich reden soll. Mein Leben ist total langweilig, außer dass ich halt den ganzen Tag nur Pokémon spiele. Irgendwie schon, den ganzen Tag nur Pokémon spiele. Nein, die fehle ich nicht. Danke. Ich werde übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich erzähle so viel, wenn der Tag lang ist, den 4. Teil von Jurassic Park nicht gucken. Irgendwie, ich glaube, davon hatte ich sogar letztens. Diese ganzen, ach so, ja klar, die South Park-Folge, wo Indiana Jones vergewaltigt wird. Ja, ja, okay, davon hatte ich schon. Wenn ich mich, fuck. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich darüber geredet habe, dann muss ich es ja nicht nochmal wiederholen. Ich meine, ihr habt ja alle meine Folgen gesehen. Natürlich habt ihr das. Wie kann ein scheiß Dinosaurier denn Flöhe haben zum Kotzen, ey? Ich glaube, ich habe Flohshampoo. Naja, ist ja auch egal. Jetzt bin ich ein paar mehr. Habe ich einen Hut? Ich habe einen Hut, glaube ich. Habe ich einen Hut? Habe ich einen Hut? Ich habe den Hut. Awesome.